Servus Kollegen, servus Freunde, servus Kollegen, geht's euch gut? Ich hoffe, es geht euch gut. Da mal ein bisschen Bloodborne spielen, ein bisschen Kelche machen. Servus Max, schönen guten Abend, einer der geilsten Österreicher. Dominik, servus, grüß dich. Mo, myself and I, servus, hat sich ein Bier angezapft, der Mo, hab ich schon gehört heute. Robin, grüß dich. Ja, also, Schrödinger, servus, Schrödinger Weißbier. Da brennt es, ja, heute brennt es an. Weil, Leute, jetzt machen wir die Kelche und jetzt wird es so richtig schwer. Ich bin sogar der Meinung, dass die Kelche die schwerste sind vom ganzen Spiel, die letzten zwei Kelche. Da kannst du DLC baden gehen gegen die Kelche. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte. Ich habe gelevelt. Na, man sieht es an der Gesundheitsleiste. Ich empfehle für die letzten drei Kelche Level 120 bis 140. Ich bin jetzt Level 133. Vitalität 55 und Stärke 70. Servus Wolfau! Geil, dass wieder ein paar Leute da sind. Richtig gemütlich, ne? Ich muss da das ein bisschen managen, dass ich nebenbei ein bisschen den Chat auch lesen kann. Schon zu lange, dass du Bloodborne gezockt hast. Ja, aber ich muss sagen, Max, ich will ehrlich gesagt das Projekt jetzt zu Ende bringen. Bloodborne Platin. Ne? Kevin, ich habe einfach random Kelche gemacht. So habe ich gelevelt. Also einfach nur Kelche gemacht. Und somit kann man am besten leveln, weil in die Kelche kriegt man doch die besten Blutechos. DJ Oskar, guten Abend, bin auch wieder, aber werde wieder auf TV schauen. Aber bin ich froh, dass ich keine Facecam habe, weil sonst müsst ihr mich stylen, wenn du am TV groß schaust. Der Wolfall sowieso dabei. Wolfall steht auch kurz vor der Platin im Bloodborne, ist auch ein Souls-Fanatiker. Sascha, wunderschönen guten Abend, Sascha. Schön, dass du dabei bist. Der geilste wieder live, schreibt der Jeff D. Schwätzer. Also, nach diesem Satz, dass ich der Geilste bin, da passt dein Nachname perfekt, Schwätzer. Zu lange her, dass du Bloodborne gezockt hast, ja genau. So Leute, wer gestern schon dabei war, hat ja meinen Legendary Fail mitbekommen. Ich habe ja den Kelch vorzeitig geschlossen. Ja Max, ich habe 4000 Stunden im Bloodborne, ich kriege gar nie genug. ich habe den Kelch vorzeitig geschlossen. Und jetzt habe ich wieder nachgespielt und jetzt haben wir in der letzten Etage, Ebene 4, das spielen wir jetzt weiter. Das ist der vorletzte Kelch. Wir müssen aber noch diesen Kelch eine oder zwei Etagen im leidenden Loran-Kelch machen, weil wir brauchen für den nächsten Kelch das Ritualmittel Bastard von Loran. Und das gibt es halt nur im leidenden Loran-Kelch. Ja, das ist gar nichts, Schrödinger. Bei meinem Hauptaccount bin ich ja Level 544, ne? Und da habe ich für ein Level Up das ganze Spiel schon zweimal durchspielen müssen, dass ich ein Level Up zusammenbekomme. Für die letzten zwei Level Ups habe ich zweimal das ganze Spiel durchspielen müssen, dass es sich von den Blutechos her ausgeht. Das war krank. So, ich weiß wieder mal gar nicht, was mir erwartet, wie gesagt, ne? Weil Kelche habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber starten wir einfach los. Jawohl, sind schon wieder voll dabei. Ja, Leon, ich hoffe, es geht euch gut. Macht sich ein Bier auf. Du Wahnsinniger. So. Ah, komm her, Baby. Mäßigung tun's. Ah, da kann man sich eben beschwören. In Oleg schon wieder, der hat auch keinen Hocken. Der weiß auch nicht, was er mit seiner Freizeit tun soll, der Sack. So, ich werde aber die Bonusräume werde ich gar nicht mehr machen, weil ich glaube, ich habe genug Materialien. Sprich, wir rushen eigentlich immer von Boss zu Boss. Oh fuck, nicht schon wieder die Trotteln. Nicht schon wieder, warum? Wie oft schon?
Übel. Ich meine, ups, ich wollte eigentlich den Hund anschießen, sorry. Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, die Kelchbosse im verfluchten Kelchdown, die wären so hardcore. Kevin, wie hast du dich da angestellt, dass du 19 Einsicht verlierst? Hast du dich vor so einem Blutsauger aussagen lassen? Alles klar. Ich hasse Spinnen und Frauen, was Feuer schießen. Beides nicht ideal. Aber wie viele Spinnen sind da? Erst! Ah, bitte. Okay. Ich brauche eigentlich nur den Hebel. Dann geht es schon zur Adalas-Bestie. So, verdammt mieser Boss. Hey, servus Max. Grüß dich, Markus. Grüß dich, mein Freund. Wo ist der Hebel? Wir suchen nur den Hebel. Alles. Fuck. Rot. Absolut majestätisch. Ah, da haben wir eine schöne Türe. Leute, ich werde so dermaßen gefistet werden von im Kelch von den Wächter und von der Amygdala. Okay. Es wird übel. Aber noch ist er nicht so weit, Gott sei Dank. Ja, Dominik, du sagst das. Du hast eh schon geschrieben, die Adalas-Bestie hat die auch Probleme gehabt, gemacht, gell, Dominik? Ah, der bewacht einen Schatz, der fette Typ, ne? Okay, perfekt pariert, würde ich sagen. Richtig, wie ein Platinjäger. Jetzt. Männerkelch. Das ist der Männerkelch, genau. So, was haben wir da Feines drinnen? Bin ich sehr gespannt. Ritualblut 4. Okay, warum nicht? Habe ich schon genug? Prost, Leute. Ich habe jetzt da ein Bierchen aufgemacht. Ich hoffe, es trinkt auch ein kleines Bierli. So, da haben wir noch eine schöne Schatztruhe. Ein Schaß, schreibt der Wolfgang. Ein Schaß. Einfach nur ein Schaß. Und Leute, ich muss euch kurz was zeigen. Ich habe sowas Krasses gefunden. Bin ich gespannt, ob das ihr von euch kennt. Ich habe heute ein paar Kelche so gemacht zum Blutechos farmen und habe plötzlich dieses Item gefunden. So. Wo haben wir es? Wo ist es? Da. Verlobungsring. Ich habe 4000 Spielstunden im Bloodborne und habe diesen Ring noch nie gesehen. Dann habe ich in die Gruppe geschrieben, in die Bloodborne-Gruppe, ob irgendwer weiß, was das ist. Und anscheinend kann man in Schloss Kenhurst nach dem Logarius der Königin einen Heiratsantrag machen. Das habe ich nicht gewusst. Ja? Verlobungsring, total krass. War in irgendeiner Truhe drin von die Kelche. Grabschimmel. Es gibt keinen besseren Schimmel als ein Grabschimmel. Jetzt gehen wir da runter. Warum nicht?
Ah, fuck. So. Krass, mach das doch mal mit dem Antrag. Ja, das können wir noch gleich machen. Robin, was passiert nach dem Antrag dann? Hast du gemacht? Na, habe ich noch nicht gemacht. Wolf, sehen wir die Hochzeit auf deinem Kanal? Können wir dann gleich machen, auf jeden Fall. Fickt's, ey, Alter. Entschuldigung für den... Ich hab gerade in den Chat geschaut, sorry. Na, Alter. So, Leute, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch nur einen schönen Abend. Geschlechte, komm. Ganz ehrlich, das ist typisch Bloodborne. Man fühlt sich in Sicherheit und es eskaliert innerhalb von 3 Sekunden alles. Der Fromsoft, der Schrei ist wieder da. Genau richtig, Schrödinger. Nein, es ist sensationell, wie... Alles klar. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Scheiße, das sind echt schlechte Vorzeichen, Leute. Da geht der Leiter hoch, das merken wir uns. Na, bitte kein rollender Riese. Ist er rollender? Nein, es ist kein rollender. Silberkugel. Okay, Ritualblut, also das ist nur, der hat nur Ritualblut bewacht, okay. Hey, servus Roman, guten Abend Roman. Schön, dass du wieder dabei bist. Richtig leiwand. Richtig leiwand. Ritualblut 4, eigentlich brauche ich nur den Hebel. Ich möchte zum ersten Boss. So, gehen wir hoch. Prost, Schrödinger! Hau rein die Halbe! Trinkt ihr Namen! Ach so, scheiße. Okay. Alles klar. So, okay. Dann gehen wir da links. Ah, jawohl. So, jetzt müsste man da nochmal irgendwo... Was ist das? Ah, das ist ein Knochen, okay. Ach so, okay. Genau, Kevin, in den Kelchen kann man besser farmen. Ja, besser als im Unterrichtsgebäude. Kelche machen ist immer gut. Aber wieso? Oh, fuck. Das ist eine Kenhurst-Krabbe. Warum ist die plötzlich hier? Aber wo kommt der? Von da unten, okay.
Ach, von da oben, meine ich. Aber wo ist der, wo ist da, wo finde ich den Hebel? Muss ich doch wieder rauf? Schulpim, aber schön, dass man noch etwas Neues entdeckt hat. Stimmt voll, Max. Fände ich auch richtig geil. Ah, da vielleicht, ja. Machen wir, Marco. Marco Becken, Servus. Wir machen jetzt erst Platin. Ich schätze mal 4-5 Parts nur maximal, dann haben wir Platin. So, da waren wir, glaube ich, auch schon, oder? Ich würde es doch sehr begrüßen, wenn ich mal. Wo kommst du? Den Hebel finden könnte. Ah, vielleicht da, ha? Da steht auf jeden Fall ein Dude, aber der schaut nicht recht hebelig aus. Ah doch, der hat einen Hebel. Sehr fein. Wolfall in dem Fall nicht, ne? Weil jetzt habe ich einfach nur den Hebel nicht gefunden. So, wir nehmen Zeichen eines starken Jägers und gehen direkt zum Boss. Adalas Bestie. Hey, danke Schrödinger, dass du das reinschreibst. Hey, guten Morgen, Patrick. Guten Morgen. So, Adalas Bestie ist ein harter Boss. Ist jetzt nicht so schwer wie die, was im Verfluchten kommen dann, aber leicht ist er nicht. Ja, guten Morgen, Sonnenschein. Da sitzt sie schon, die scheiß Bestie. So. Yes! Beute erlegt, Adalas Bestie, und wir erhalten den verfluchten und entweihten Kelch, und den brauchen wir, der vorletzte Kelch, Freunde. Aber zuerst müssen wir in den leidenden Sloran-Kelch gehen, hilft nix. Danke, Wolfau. Danke sehr. Easy, Schrödi. Dabei schon noch, derweil ist es noch ziemlich leicht. Ja, danke Markus, man kennt es, ne? Richtig, Dominik, die kommt nochmal dann mit einem Wurmkopf. Die wird nochmal wirklich heftiger. So, wir. Jetzt können wir den Kelch schließen. Nein, den nicht. Den machen wir zu.
So, und jetzt sehen wir nämlich, jetzt müssen wir den machen. Uns fehlt 2 Stück Bastard von Loran und Arkanschleier, aber das ist überhaupt kein Problem, weil den können wir sie in der Werkstatt selbst machen mit dem Werkzeug, was wir gefunden haben. Sprich, wir müssen jetzt in den leidenden Loran-Kelch Ritual durchführen. Haben wir genug Materialien? 4-mal Kaltblut-Blumensetzling haben wir, perfekt. Und Ritualblut 4. Und diesen Kelch, den müssen wir sowieso machen, denn wir müssen in die zweite Etage von dem leidenden Loran-Kelch, denn da finden wir die letzte Waffe, die Bestienclown. Die brauchen wir nämlich für die Waffentrophäe. So, ab geht's. 2-mal Bastard. Leute, ich sag's euch, den Kelch habe ich schon so ewig nicht mehr gemacht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie der ausschaut, muss ich sagen. Keine Ahnung. Feuerpapier ist da besser. Okay, da müssen wir natürlich die Bonusräume machen, weil wir brauchen das Item, ne? Ah! Der Roman schreibt auch nicht ohne der Kelch auf dem Level. Ja, ist ein Tiefe 4 Kelch, sprich das zweitschwerste, Fucker Wolf. Wolfgang Lachner. Okay, die haben einiges an Leben. Wir brauchen unbedingt Bastard von Loran. Wolfgang, wenn du nur zuschaust, weißt du nur, wo du den Bastard. Oh, die sind rot. Weißt du nur, wo du den bekommen hast, den Bastard. Oh, fick dich. So, wo ist eigentlich. Wo ist die Beschwörerin? Ah, da oben steht sie. Was blitzt da so? Tod. Zweite Ebene. Okay, danke Markus. Sehr geil, dass du mir das gesagt hast. Grabschimmel 4. Okay, auch nicht schlecht. Ja, ich weiß. Ah, servus. Wolfgang schreibt, eben Loran habe die erste beide gemacht und hatte genug, okay? Okay, danke. Ah, bluthungrige Bestie. Mhm. Florian, was geht ab, Leute? Servus Florian, grüß dich. Kevin, wie weiß man, wann man einen Kelch zumachen muss? Auf! Okay. Nur kannst du merken, du brauchst für die Platin 5 Kelche. Oh, das. Leute, ich habe gestern erwähnt, es gibt für mich die schlimmsten Gegner im Kelch, das sind die Tussis da vorne. Genau. Du musst die puteramischen Kelche, wie die heißen, da gibt es 5 Kelche, die du machen musst. Ja? Und um den vierten Kelch zu eröffnen, musst du ein Ritualmittel besorgen aus den leidenden Loran-Kelch. Wenn du das hast, dann kannst du weitermachen bei die ersten Kelche. Es ist ein bisschen schwer erklärt. Das ist so ein scheiß Gegner da. Fuck. Ja.
Wenn ich es nicht besser wüsste, dass der Wolfi eine fesche Frau hat, hätte ich gesagt, das ist ein Wolfgang so alte. Kevin, weil du sagst, den kann man jetzt zumachen. Ach so, das meinst du, okay. Das ist, die meisten Kelche haben 3 Ebenen und den, was ich jetzt gemacht habe, der hat 4 Ebenen. Das ist Ritualblut 4, okay. Der hat 4 Ebenen. Ey, ich habe eh gesagt, dass du eine fesche Frau hast. Das war nur Spaß, du weißt das eh, Kollege, ne? Oh je, jetzt sind die ganzen. Jawohl. Kevin, wenn du beim Kelch bist und du siehst, dass keine Etage mehr weitergeht, ne, dann weißt du, dass Ende ist. So funktioniert das. Oh Gott. Okay, das ist böse. Aha. Ach so, okay. Alles klar. Gehen wir weiter. Ich glaube, da finde ich eh noch keinen Bastard von Loran. Da muss ich wirklich in die zweite Etage. Wie der Markus gesagt hat. Hast du es verstanden, Kevin? Wenn du siehst, beim Kelch geht's nicht mehr weiter. Ja, das sind super Figuren. Florian, da hat er recht, der Wolfi. Oi. Da hat er recht. Das sind tolle Figuren. Ich weiß gar nicht, welche Bosse das hier lauern, in diesem Kelch, muss ich sagen. Boah, die halten aber einiges aus, Wahnsinn. Heftig. Aber ist einmal eine Abwechslung von die Kelche her, muss man auch sagen. Ist definitiv eine Abwechslung. Und ich kann endlich mal mit Ludwigs heiliger Klinge spielen. So, gehen wir da mal rein. Aha, ja, ja. Ganz, ganz logisch. Ritualblut 5. Ja, ich brauche einen Bastard von Loran. Mehr brauche ich nicht, Kollege. Was, ich bin jetzt nur wegen diesem Ritualblut da reingegangen? Wirklich? Mehr ist da nicht. Ich meine, Ritualblut 5 ist eh nicht schlecht, aber scheint mir doch ein bisschen wenig zu sein. Boah, schreck mich.
Ja, das ist schon super. So, da ist irgendwo nach oben gegangen, ne? Da, genau, da gehen wir rauf. Wenn ich mich erinnere, gab es in einem Raum mit mehreren Kisten, da wäre jede Menge zu holen. Okay, Wolfgang, danke. Hab wieder coole Idee für einen Dark Souls Boss. Schrödinger, Dominik, dort findest du auch die Waffe von German. Brauchst also nicht ins NG Plus. Ah, cool. Schrödinger, das habe ich selbst nicht gewusst. Das habe ich selbst nicht gewusst, dass man die Waffe von German schon vorher bekommt. Bevor, ja, bevor halt, ihr wisst schon was. Ich kann noch nicht spoilern, weil ich hab's noch nicht in meinem Platin-Walkthrough so weit gespielt. Obwohl es eigentlich eh scheißegal ist. Ah, der Kelch gefällt mir aber gut. Ich muss aber sagen, dass der Iskelch mir noch besser gefällt. Ist der schönste Kelch von alle. Na, Schlechte! Wolfau! Sag, sie soll aufhören! Oh, fuck. Coole Gegner, ja. So, 5 Quecksilberkugeln und herrlich. Erster Boss. Die Eure ist gereizt, du hast recht, Florian, die ist äußerst gereizt. Schickst du keinen Kuchen, ja, genau. So, ab zum ersten Boss. Ich weiß nicht, was da kommt. Ja? Keine Ahnung. Kevin schreibt, muss ich gucken mit den Kelchen, wie das ist. Hast gestern gesagt, du musst den dritten wieder machen, weil du was vergessen hast. Ich erkläre das ganz kurz, Kevin. Ich habe gestern einen Kelch gemacht und ich habe gedacht, der hat nur 3 Etagen und habe noch den Boss, noch Rom, habe ich mir gedacht, okay, ich bin fertig in diesem Kelch, jetzt schließe ich den Kelch. Und dann bin ich draufgekommen, dass das einer der wenigen Kelche ist, wo nur eine extra Etage ist. Das hätte ich vermeiden können, wenn ich einfach gerade weitergehe. Du hättest gesehen, dass ein Fahrstuhl noch weiter nach unten fährt. Und durch das, dass ich den Kelch geschlossen habe, habe ich ihn jetzt nochmal ganz neu spielen müssen. Verstehst du das? So, rein da. Ich hätte jetzt einen Bonusraum, aber ich mache das erst in Etage 2. Nicht du schon wieder. Ja. Willst Rettungsschwimmer werden, oder? Der rudert. Ja. Oh, fuck. Parieren wir zu Tode. Ah, fuck. Falsche Richtung gedodged. Aha, okay. Ja, der bufft sie, hast recht, Wolfgang. Der bufft sie, wenn er die gebissen hat. Das ist nicht schlecht, ne? Haha, ich cheese die.
Na, das darf man nicht, oder? So, Motorboot, Motorboot. Rudern tue ich nur zur Not. Ah, fuck. So. Und tschüss, Kollege. Kann man so schön parieren, die bestienbesessene Seele. Gibt 54.000 und einen Blutsteinbrocken und eine Mäßigung Stunzblutedelstein. Danke Roman, danke Wolfgang. Ja, kann man gut parieren, die ist ziemlich geil zum Parieren. So, jetzt gehen wir in die zweite Ebene und hoffen jetzt, dass wir das bekommen, was wir wollen. Danke Schrödinger. Schrödinger Weißbier. Hey, Ratsfly92, hello, danke für deinen Demon's Video. Jetzt überlege ich es mir zu holen. Hey, ich kann das wirklich nur empfehlen. Es ist einfach ein Geldspiel. Du wirst das nicht bereuen, glaub mir's. Gleich rechts in den Extra-Raum, okay. Danke, Wolfi. Dann gehen wir gleich rechts, wenn du das sagst. Servus, Jack. Guten Abend, Kollege. Schrödinger Bier, jawohl. Florian, ich hätte schon einen Namen für meinen Dark Souls-Boss. Wie heißt er denn? Lachner Wolfgang, oder? Kevin, kann man in den Kelchen Weisheit farmen? Weisheit? Weisheit? Ich weiß, was du meinst, Wolfgang. Du meinst vorm Boss. So, Grabschimmel. Aha, das ist eine kleine Tür. Ach so, das meinst du. Oh fuck, was sind denn das für Viecher? Die habe ich aber wirklich noch nicht gesehen. Wie eklig, oder? Absolut Corona. Ein Jäger! Scheiße! Ein Jäger. Oh fuck. Mäßigung Dunstblut-Edelstein. So, jetzt lesen wir kurz. Item für die Einsicht. Gibt es in die Kelche auch, aber am besten ist es wirklich im Hauptspiel. Besonders im Kathedralenbezirk liegen dafür, Kevin. Sehr wenig eigentlich in die Kelche, muss man sagen. Ja. Ich sitze in der Badewanne, trinke ein Becks und schaue Jack Fromsoft. Das ist so ziemlich die beste Lebenssituation, was man sich vorstellen kann, Jack. Die sind in der Pubertät. Wei, Alter, ist das grauslich. Paul, Abend, grüß dich. Servus, Pauli.
Hallo. Oh. Genau, für die Bosse bekommt man halt Einsicht. Aber die Weisheit, ne? Ich habe keine Kugeln mehr, weil ich bin noch dem Boss nicht in Albtraum, im Traum des Jägers gegangen. So, vier Blutfiolen. Richtig, Wolfi. Zum Farmen ist nicht gut, aber der Roman hat schon recht. Es gibt schon, wenn man doch sehr viele Bosse macht, häuft sich da die Einsicht da wirklich extrem, muss man schon sagen. Ne? So, was geht's da nicht weiter oder was? Da muss ja irgendwas sein. Nee. Das ist auch konsequent für FromSoft. Da gibt es wirklich Kelche, eigene Wege, wo absolut nichts ist in die Kelche. Das ist eigentlich selten, ne? Das ist eigentlich selten. Ja, den habe ich gerade gelegt, Wolfi. Den Krähen-NPC. Okay. Dann, müssen wir da lang, ne? Genau. So. Geh kurz zurück, geleveln. Im nächsten Raum, okay, super, danke Wolfgang. Und die besten Clowns sind erst im zweiten Kelch, genau. Die sind nicht in diesem Kelch. Richtig, genau. German erwarte. Nun gut, lasst mich. So, alles auf Vitalität. Denn im verfluchten Kelch braucht man das einfach, ist so. Waffen reparieren. Blutedelstein Verstärkung. Nö, nichts besser. Auch nichts besser und auch nichts besser. Schade. Klinge was besser. Nix. Auch nichts und. Ah! Das ist geil. 381. Bei mir waren die Clown in dem Kelch. Okay. Bist du sicher, dass nicht im nächsten Kelch waren, Wolfgang? Also im zweiten Kelch vom leidenden Loran? Ich bin mir fast sicher, dass die im zweiten Kelch sind, oder? Oder auf der zweiten Ebene. Es wäre natürlich absolut praktisch. Okay. Na gut, wenn wir die finden, wäre das geil. Nicht weit weg von der Krähe, sagst du? Okay, dann muss ich leider nochmal zurückgehen, Leute, weil die Krähe haben wir schon bekämpft und das war in diesem Gang. Vielleicht ist wirklich da. Okay, dann ist wirklich da drinnen. Alles klar. Ist ja schon länger her, dass ich die Waffe geholt habe. Fuck, jetzt sind die Viecher wieder da. Na toll. Okay. So, da war die Krähe. Da war die Krähe.
Aber fucking wo, Alter? Ich check's nicht, da geht's nicht weiter. Geht's nirgends weiter, ich kapier das nicht. Ah, da geht's hoch. Ah, da ist die Krähe schon wieder. Ich hab mir gedacht, das ist ein einmaliger Gegner. Fuck. Ja, gleich die nächsten Rattenplage. Ich hab mir gedacht, die kommt nur einmal, die Krähe. Schnell, schnell, schnell. Rasendes Kaltblut. Ritualblut 4. Jetzt wäre es geil, wenn da die Clown dahinter wären. Ha, fick dich aber. Okay, komm her, Bruder. Kann man deparieren? Ich denke nicht. Wow. Erschossen. Red Dead Redemption 2. So, ganz kurz lesen. Florian, soll ich euch meine Namen alle... Wie viele Namen hast du leicht, Florian? Darf Bobo, servus. Guten Abend, Kollege. Andreas Hahn, schönen Abend. Geil. Geil, dass du da seid, Jungs. Alles klar. Dann wird, ja, da sind sie drinnen. Da sind die Clown drin. Danke, Wolfgang. Richtig nice. So, großer Moment. Jawoll. Bestienklaue. Waffe erhalten. Richtig, richtig, richtig geil. Richtig geil. Das heißt, die Waffentrophäe können wir uns im nächsten Part holen. Nice, 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 nice. Das heißt, ich schätze mal, wenn die Kelche fertig sind, gibt es genau noch einen großen Part oder zwei. Dann haben wir die Platin. Tada, genau, Wolfi. Danke dir, mein Freund. Cool, dass du dabei bist, Wolfgang. Ohne die hätte ich jetzt länger gesucht, weil ich wäre weitergegangen. Kaltblut-Blumensetzling. Jetzt brauchen wir nur mehr den Loran-Bastard und dann können wir schon die Kelche fertig machen. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Ah, das läuft der Spitze. Es steht nur mehr der verfluchte Kelch und der Ühil-Kelch, aber der verfluchte ist der schlimmste. Der nächste Kelch ist der schlimmste. Richtig nice, Wolfi. Okay, zu wenig Schaden, kein Interesse. Genau, Roman, dreimal Spiel durch, aber noch, also ich brauche circa zum Durchspielen, vom, also ich werde das so angehen, Roman. Das erste Mal haben wir jetzt ja komplett ausführlich durchgespielt und das zweite und dritte Mal werde ich einfach durchrushen in die Parts. Sprich, für einmal durchspielen brauche ich auf dem Level jetzt circa 45 Minuten mit die Story-Bosse. Das geht sich aus in einem Part. Oh fuck. DLC kommt dann noch der Platin, genau.
jetzt brauche ich nur mit diesen. Da kommt ein Stein. Der hätte mich jetzt gewone-hittet. Oh fuck. Ah, da ist die Lady. Lady in Red. Genau, also wenn wir wirklich das Spiel einmal durch haben, das geheime Ende mit den Bossen, gibt es zweimal Boss Rush. Oder Hebel, verdammt nice. Okay, die halten aber einiges aus. Und die teilen einiges aus. Wiedersehen. Lassen Sie den Schirm nicht stehen, sonst müssen Sie im Regen gehen. Ich weiß nicht, was jetzt zu dem Boss kommt, keine Ahnung. So, Zeichen eines starken Jägers nehmen. Genau, Roman, wie gesagt, wir, also zuerst Platin und dann im NG Plus 2 mache ich das DLC. Sag aber vorher dazu, dass man das, bevor ich die zwei Enden mache, dass man vielleicht jetzt schon das DLC machen sollte. Weil vielleicht wollen die anderen ja die Spiele ganz normal durchspielen und wollen nicht durchrushen, was absolut normal und verständlich ist. Ne? Aber es wird alles gut enden für jeden. So, in diesem Nebenraum müsste jetzt eigentlich unser begehrtes Material sein, der Bastard von Loran. Hoffe ich zumindest. Oder wir müssen in die Ebene 3 noch gehen. Das weiß ich jetzt nicht. Da muss ich jetzt echt schauen. Oh fuck, eine Spinne durch die Tür. Ist Gott sei Dank nicht übertrieben. Alter, wie viel? Die Tussi. Oh Gott. Was, die sterben nicht einmal? Okay. Doch. Ja. Ah, okay. Muss irgendwo nur so eine zweite sein. Verpiss dich jetzt, danke. Da steht's.
Boah. Okay. Und man sieht heftig, wie viel Blutechos man da bekommt. Okay, gut gesprungen, Bruder. Ah, da haben wir die Schatztruhe. Genau, Schrödinger. Okay, ist da jetzt der Ding drin? Ich hab grad ein Déjà-vu. Bitte sei der Bastard von Loran drinnen. Ritualblut 4, shit, man. Okay, dann müssen wir nur eine Ebene weitergehen. Ah, das ist schlecht. Ja, es ist glaube ich dritte Ebene. Müssen wir nur weitergehen, eine Ebene hilft nichts. Es ist mit Abstand das seltenste Kelch-Item. Okay, dann müssen wir den Boss da auch noch machen. Warum nicht? Ja, Wolfgang, ich glaub das, dass du viel von dem hast. Ich nicht. 20 Stück hast du von dem. Krass. Ja, Boss-Time. Ah, Servus. Bluthungrige. Bart. Graf die Zahn. Oh fuck. Jawohl! Leiden des Loran Wurzelkelch, völlig irrelevant für die Platin. Danke, Schrödinger. Die war eigentlich ziemlich stark, muss ich sagen, habe ich gerade selber ein bisschen überrascht. So, kurz, na, gehen wir weiter. Nächste Etage. Hey Patrick!
Weißt du, dass man Bloodborne ein bisschen anders schreibt? Bloodborne schreibt er. Wolfgang, du könntest mir das droppen, das glaube ich nicht, weil in Bloodborne kann man nichts droppen. Das geht nicht, mein Freund. So, kurz zurück, einmal leveln. Danke, Roman. Ja, das hat mich selbst überrascht, wie stark der im Kelch ist eigentlich. Gernen erwacht. Nun gut, lasst mich. So, alles in Vitalität für die nächste Aufgabe. Nein, das passt schon, Wolfi. Danke dir, aber das ist das Geile am Bloodborne, finde ich auch. Man muss halt wirklich alles selbst erkämpfen, ne? Da gibt es nicht so, bitte drop mir 10.000 Milliarden Blutechos, dass ich OP bin. Wer im Bloodborne hochgelevelt ist, hat sich alles selbst erkämpft. Das fände ich richtig geil, muss ich sagen. So, jetzt werden wir wohl den Bastard bekommen. Danke, Jack. Akku, da haben schon sehr viel Leben. So, letzte Ebene. Da muss es jetzt sein. Oh, fuck. Da kriegt man nur auf die Schnauze da herinnen. Bin ich nicht von da gekommen? Bin ich da falsch oder richtig? Ich weiß gut. Nein, bin ich richtig. Danke, danke Max. Markus, ich weiß nicht, ob man die Max überhaupt nennen darf. Viele mögen ja das nicht. So. Okay, wer schießt da auf uns? Was ist das? Oh, das kenne ich gar nicht mehr. Wahnsinn. Wahnsinn, auf den Gegner kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Heftig. Krass. Kaltblutblumensetzling. Oh na. Ah. Fuck. Es sind die schlimmsten Gegner. Schnelle Vergiftung, toxic. Wahnsinn, Alter. Und was hast du bewacht? Nichts, oder? Okay. Grabschimmel, ja.
Ah, jetzt sind wir da. Hey, servus, Doug, grüß dich. Wunderschönen guten Abend, Doug Passenger. Und bist schon recht heiß, morgen kommt Near Replicant, ne? Ja, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Robert, ja, natürlich. Kelche, Kelche, Kelche. Ah, da gehen wir lang. Sehr gut. Alles klar, perfekt, da haben wir den Hebel und dann müssten wir einen Bastard bekommen. Und dann wird's richtig übel, dann geht's richtig los. Oh Gott, wie der schon... Oh fuck. Oh, halt die Fresse, der macht ja Scha... Oh Gott, ist der heftig, oder? So ein Kapfer, Patrick. Die White Snow Edition, geil. Robert. Ich penne gleich vor und fange um 0 Uhr an. Das denke ich mir, auf das Spiel freust du ja schon ewig lang, gell, Doug? Gell, scheiße, das war jetzt nicht gut. Ah, die blöden Spinnen sind auch wieder da. Der leuchtet so schier. Verfluchter Mäßigung Dunstblut-Edelstein. Warum auch nicht, ne? So. Dann in den Zwischenraum und hoffen, dass jetzt endlich einmal der Bastard von Loran kommt. So, da muss er drin sein. Robert! Oh fuck. Okay. Oder die roten Spinnen, die sind auch so unnötig und nerven. Blutfiole. Ein Patch für Automata für den PC, okay. Habe ich auch nicht gehört. Nein, habe ich nie gemacht, Robert. Den 100.000 oder... Oh, fuck. Oh, hätte der Schaden. Komm, gib mir einen Bastard von Loran. Zweimal Bastard von Loran, ist das geil. Alles klar, zwei Stück brauchen wir ja, ne?
Ist da noch wo eine Truhe zur Sicherheit? Ah, da geht's noch rein. Ah, scheiß drauf. Zurück. Hunderttausend Blutechos, na, den kenne ich gar nicht. Kenne ich gar nicht, den Kelch. Kelchritual, verfluchter und entweihter Kelch. Ich brauche nur Arkanschleier. Ich opfere Ritualblut 2. Wie viel habe ich jetzt? 82, alles klar. Okay, los geht's. Verfluchte putemeranische Verschmutzung. Leveln, Waffe reparieren und ab in die Scheiße. Ich hab echt Schiss vor dem Kelch, muss ich wirklich sagen. So, haben wir bessere Steine? Nein. Richtig, Markus, der absolut schlimmste Kelch von alle. Ab in die Scheiße, absolut richtig, Dominik. Leveln. German erwartet. Geh. Ja, der German muss leider warten. So, jetzt bin ich gespannt, wie groß mein Lebensbalken da drin ist. Nicht jeder Name kann gut sein, Florian. Du brauchst aber eh nicht die ganze Zeit Namen spammen. So. Bin ich sehr gespannt. Okay. Ist zwar klein, aber geht, finde ich, ne? Roman, zum Glück ist Vitalität auf 60, stimmt, ja? Ja, Dosenwurst, der Kelch ist die Hölle, das stimmt, da werde ich so oft verrecken. Ich werde auch keine Nebenräume suchen, ich werde einfach nur den Hebel suchen und dann versuchen, irgendwie die Bosse zu legen. Das ist jetzt das Schwerste, was Bloodborne zu bieten hat, dieser Kelch. Meiner Meinung nach. Kein Problem, Florian. Kein Problem. 100 pro Falle. Ja, Dosenwurst, der zweite Boss ist, denke ich, der schwerste. Ich glaube, das ist der schwerste Boss vom ganzen Spiel. Ist da schon der Hebel? Das ist nicht schlecht. Den Hebel haben wir schon mal. Ja, Markus. So, ab zum ersten Boss gleich. Scheiße.
direkt zum Boss rein. Ciao, Florian. Danke, Dominik. Bin ich schon gespannt, wie das jetzt da läuft. Fuck. Okay. Oh Gott, haben die Bosse da Leben in den Kelch. Ich sehe nichts wegen einem Lampenschirm. Boah! Okay, übel. Gibt's das? Okay, komm. Warum kriege ich den nicht mehr pariert jetzt? Jetzt. Ich krieg's nicht pariert, es gibt es nicht. Fick dich mit deinem scheiß Pferd, du Bitch. Ja, das ist nicht ideal gelaufen, würde ich sagen. Das war echt der Scheißkampf. Das kann man, glaube ich, an dieser Stelle genauso festhalten. Aber der ist definitiv nur machbar. Erste Tod heute, glaube ich, oder? Ja, toll, der erste von 1000. So. Ich weiß das Parry-Timing bei der überhaupt nicht. Thank you.
abnormaler Schaden für ihr. Krieg's nicht pariert, das Schwenk. Das ist ja so ein Kackangriff von derer. Wahnsinn. So, naja, war nicht recht ruhmreich, aber down is down, ne, Kollegen? Down is down. Verflucht scharfer Dunstblut-Edelstein. So, jetzt wird's aber richtig übel. Schrödinger, danke, Roman, danke, Wolfall, dankeschön. Ja, das war jetzt zum Aufwärmen. Markus, du weißt genau. Der Markus schreibt GG, ja, er schreibt GG, aber er weiß, dass ihn spätestens 10 Minuten sehr, sehr hart vergewaltigt werde. Er weiß es, der Markus weiß es. Danke, Dominik. Ich hab. Das Problem ist, Leute, ich sag's noch mal ganz offiziell. Ich hab die Kelche schon so lange nicht mehr so weit gespielt, ne? Sprich, ich weiß, man hat es jetzt gerade gesehen, ne? Ich weiß nicht, die Angriffsmuster, keine Ahnung, ne? Ich muss das wieder auch neu lernen quasi. So. Aber das schaffen wir schon, irgendwie. German erwartet euch. Geht gut. Nun gut, lasst mich. Wer genusswurzelt, ja, das ist ein schlecht. Okay. Können wir irgendwas verkaufen? Was du was? 51 Blutsteinscherben. Wieder schauen. Müsst ihr es nicht machen, die was im Platin Walkthrough schauen? Ich brauch's nicht. German erwacht. Geht. Nun gut, lasst mich. 60 Vitalität, perfekt. So. Okay. So, jetzt haben wir aber fertig. Jetzt haben wir fertig. Ist richtig. Ich werde es einmal so probieren, Roman, weil ich habe dreimal die Rechtsläufige drin für mehr Leben natürlich, ne? So, ab in die Ebene 2 der Verschmutzung. Wir suchen sofort den Hebel. Ich traue mir behaupten, dass der nächste Boss der schwerste ist von ganz Bloodborne. Da lege ich mich fest. In diesem Kelch. Ne? Na, die ist nicht an vierter Stelle, Roman. Die ist eine normale.
So. Ah, das sind die Geisterdamen. So, Mission Hebel finden. Mission Hebel finden. Startet offiziell. So. Oh. Ich lasse euch schon in Ruhe arbeiten, Leute. Autsch. Oh, fuck. Das Sägehackbeil ist auf plus 10, ja, ist richtig. Wieder aber scharf geschossen, hä? Ah, alles klar. Ah, bin ich. Moment. So. Hey, 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 hey. Zeichen eines starken Jägers. Oh, die kommen da rauf, okay. Übel. Ich laufe einfach nur davon. Alles klar, ne? Ah, da waren wir schon. Okay. Ah, okay. Oh. Ach so. Mhm. Alles klar, da sind wir runtergefallen. Boah, wenn ich wüsste, wo der Hebel sein könnte, das wäre natürlich echt von Vorteil. Hm. Na gut, gehen wir mal da rein. Ach so, shit, ja, okay. Das ist natürlich schon mega. Oh Gott, der Schaden. Es muss da irgendwo sein. Okay.
Ah, da ist der Hebel. Sehr gut. Hey, Mikulasch, Abend. Ja, ihr könnt mich töten. Ich lass mich jetzt töten. Ich muss eh raus, du. Tötet mich. Wer will mich töten? Du? Passt. So, ab. Ich probiere jetzt den Boss. Ich glaube, ich schaffe ihn nicht. Der Wächter der alten Fürsten oder irgendwie so. Oder Aufpasser der alten Fürsten. Schau mal. Schau mal, schau mal, schau mal. Danke, Roman. Der Kack kommt wohl für. Ich habe keinen Plan, wie ich den jetzt machen soll, aber er wird irgendwann fallen. Oh fuck. Wir haben ihm Schaden gemacht. Ich mach keinen Schaden. Das ist ein bisschen lame, aber okay. Oh. Hey! Oh fuck! Oh fuck, okay. Okay. Bin mir sicher, durch seinen komischen Kopfstoß, da kann man durchdodgen. Das ist ja heftig, wie viel Leben die haben. Ja, Florian, es war eigentlich nicht gut. Aber gut, ich weiß ja nicht, was ich tun muss.
So ein dummer Boss, oder? Ich seh nix. So, Hälfte ist weg, Freunde. Hälfte haben wir von dem Bastard. Oh je. Okay, da kann man schön durchdodgen. Oh fuck. Wow, 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 Bruder, muss los, hä? Scheiße! Na! Yes! Geil! Geil, geil, geil! Ah, herrlich! Cool! Entweihter Wurzelkelch, braucht man nicht. Danke, Wolfgang. Danke, Michael. Boah, das war jetzt Adrenalin. Dosenwurst, danke. Boah, ich hätte nicht geglaubt, dass ich den eigentlich so gut hinbekomme. Danke, Schrödinger. Ja, ich bin selbst überrascht, muss ich sagen, wirklich. Danke, Max. Boah, krass, ja. Er ist eigentlich gar nicht so... Hey, Mo, danke. Krasser Hund, also du, Jack. Boah, das war jetzt spannend. Der war jetzt geil. Aber ich muss sagen, das ist doch nicht der Schwerste. Danke, Mikulasch. Weil man kann ihm sehr gut dodgen. Mit seinen Kopfattacke kann man super durchdodgen. So, boah, okay. Ich muss Blitzpapier kaufen. Voll der krasse Dude. Herr Wolfi. Ne, das hat mir jetzt getaugt. So, wie spät ist es? Na gut, da geht noch was. Da geht noch was. Jetzt gehen wir zur Amygdala. Paul, danke. Danke. So, die Amygdala, die droppt den letzten Kelch zur Königin runter. Die Amygdala.
So, weiter geht's. Wir gehen in keinen Extraraum. Aktuell brauchen wir keine Materialien. Jetzt habe ich 60, Wolfgang. Oh fuck. Nicht schon wieder die Hunde, die sind echt einer der schlimmsten Gegner. Oh fuck. Ah, wo ist das Skispringer? Das sind Skispringer. Schnell weg. Zum Hebel, 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 Hebel. Das passiert gerade, oder? Ist das das, was gerade passiert? Was ist das? Wahnsinn. Okay. 1 zu 0 für die Großschwertaberer. Oder soll ich sagen, billiger Abyss Watcher? Wow. Wiedersehen. So, wo ist. Es wäre natürlich nice, wenn da der Raum wäre. Oder ist da nur der Typ herinnen oder was? Tatsächlich. Genau, du sagst es, Schrödinger, wie das bei From Software ist. Hat jemand Vorschläge? Ja, wir reduzieren die HP auf die Hälfte. Herr, ist der Raum wirklich nur dazu da, dass der Typ da steht? Das ist echt cool, From Software. Echt cool. Okay. Ich glaube, sie haben ihren Standpunkt sehr, sehr deutlich gemacht, dass das ihr Kiste ist. Ist zumindest so rübergekommen. Und da liegen jetzt 100.000 Blutechos, by the way. Ist super. Echt geil. Jetzt habe ich, genau, Mo, jetzt habe ich meinen 100.000, und da ist der Endboss für meine 100.000. Okay, der war gar nicht so schwer, der Dungeon. Es sind eigentlich nur 78.000. Ah, da geht's raus. Abschimmel. Hey, positiver Dennis, sehr gut bis jetzt, also bis jetzt, wie gesagt. Ich habe gerade den Feuerhund, wo ich dachte, es wäre der schwerste Spiel, Boss im Spiel, habe ich beim Second Try gehabt. Da bin ich eigentlich recht zufrieden. Jetzt sind wir am Weg zur Kelch Amygdala. Der ist für viele der schwerste Boss. Das nervt.
So, ich brauche jetzt einen Hebel. Servus. Das Ludwig-Schwert ist ja wirklich eine krasse Waffe. Alles klar, da waren wir schon. Ja, positiver Dennis, da bin ich gerade. Ich habe gerade die Hälfte Leben. Ich bin im verfluchten Kelch. Na, das ist der Feuerhund. Das war eben gerade der Feuerhund im verfluchten Kelch. Na. Das ist der vorletzte Kelch zur Königin runter. Und ich laufe im Kreis. Gehen wir mal da rein. Ja, Markus, ich weiß, aber mit der habe ich noch nie gespielt, muss ich sagen. Ah, scheiße, das ist nur. Nein, nicht der Fette. Haare des Weisen. Weg. Verstörender Penner. Also die Amygdala würde ich schon gern heute noch machen. Dennis, okay, alles klar, nenne ich die Dennis, Kollege. Ist das der Raum, wo nichts war? Das ist der Raum, wo nichts war. Scheiße, wo ist der depperte Höbi? Wo ist dieser Scheißhebel? Ich laufe im Kreis. Hey. Da vielleicht, ja. Nee, da geht's auch nicht weiter. Vielleicht. Ach scheiße, das ist der Raum. Oh fuck. Ah, ist der Bossraum, okay. Okay. Ja, zu Dennis, da bin ich gerade unterwegs zu ihr, aber ich finde den dummen Hebel wieder mal nicht. Ich finde diesen scheiß Hebel nicht. Gleich Robert. Achso, da war ich herinnen. Da war der.
Du musst ja da irgendwo weitergehen, oder? Hey, ich möchte die Amygdala schon heute noch machen, unbedingt sogar. Jetzt bin ich da wieder. Was übersehe ich? Na, da ist nur der nackte Arsch. Nee, da ist nichts. Was übersehe ich da? Irgendwo eine Leiter oder so. Keinen Plan. Leute, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Gehen wir da rein. Also da ist der Trottel. Ach Gott, der ist so. Jetzt sind wir im Labyrinth angekommen. Das ist fix, weil keine Ahnung. Ich möchte Amygdala jetzt bekämpfen. Da muss doch irgendwo ein Leiter sein, das gibt's ja nicht. Das ist extrem weitläufig, ja, stimmt. Alles klar. Geh, schleicht dich. Ah, die schaut neu aus. Die schaut neu aus. Jawohl. Ah, fuck. Oh, Geronimo. So, der hat mich lang genug belästigt. Grabschimmel 4. Wissen des Verrückten. Ah, da. Okay. Oh, 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 oh. Ah, da ist der Hebel. Weg mit dem Arsch.
Okay, ab zur Amygdala. Ja, Schrödinger, das ist wirklich sehr weitläufig was. Robert, warum gehst du eigentlich nicht auf Twitch? Auf YouTube ist die Chat-Software eklig. Okay. Ja, würde ich auch feiern, wenn er auf Twitch wäre. Mein Prime-Sub würde auf jeden Fall dann ihm gebühren. Ja, es ist echt geil, Dennis, von dir. Ja, ich habe eh schon überlegt, ob ich mal auf Twitch streamen soll. Ich habe halt auf Twitch, einen Kanal, Jack Fromsoft, ganz normal, nur da habe ich glaube ich 16 Follower oder so, ne? Also absolut wenig. Aber ich werde vielleicht einmal auf Twitch beginnen, das stimmt. Just for fun, ne? So, was brauche ich? Feuerpapier für Amygdala. Oh je, Amygdala im Kelch. Hey, super, Wolfi, Respekt. Gratuliere. Ibretas First Try, richtig geil, richtig stark. Der Hassboss, ja, aber ist gar nicht so schwer, gell? Andreas ist besser, okay. Ja, wie gesagt, ich bin eh auf Twitch. Jack Fromsoft, ich werde das mal in einem Video oder so erwähnen. Vielleicht fange ich mal an. Oh je, los geht's. Oh je, oh je. Oh mein Gott, der Schaden ist so schlecht. Scheiße. Oi. Oh Gott, ist der Schaden scheiße. Ich mache immer den gleichen Fehler. Das wird nichts, aber es. Ich treffe den Schädel nicht, Alter. Jetzt. Trifft den Kopf nicht von dir. Ich sehe nichts. Ich mache keinen Schaden, das ist ja Wahnsinn. Zweite Phase im Kelch. Ah, nein, ist nur immer die erste, oder? Ja, endlich mal getroffen. Ich sie nicht. Jetzt haben wir mal ein paar ausgeteilt. Oh je.
Yes! Oje. Doppeltreffer. Doppeltreffer. Ah, fick, fick, fick. Fuck. Ah, oh, das ist echt nicht leicht, weil jetzt so eng ist. Ja, richtig, Markus, wenn die zum Springer auffangen, das ist echt, echt... Echt eklig. Oi, oi, oi. Ah, scheiße. Fuck. Das ist das Problem, weil der Kampf so lange dauert, ne? So. Geh ganz kurz zurück. Ich mach so. Ich schau, ich weiß, was ich da kann. Dominik schreibt, am besten immer bei ihr bleiben, damit sie springt, und wenn sie springt, dann einfach stehen bleiben und R2 gedrückt halten und Richtung Kopf stechen. Okay, werde ich probieren. Danke. Blöde Fotze, ja. Absolut. Mo, myself and I. So. Jetzt dann. Werden wir. Jetzt werde ich nämlich aus dem Sägespeer die Waffen rausgeben. Und hoffen, dass das die heilige Klinge besser macht. 388. Und dann schauen wir, was wir da mit Schaden außerholen können. 390 immerhin, ne? Okay, da geht nichts. 390 mehr geht nicht. Aber schon mal besser als 350, ne? Dann wieder rein zu ihr. Wir haben aber Henriks Jägergewand anziehen, denn das hat die bessere Blitzresistenz. So. Ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr Schaden mache. Wenn sie springt, einfach stehen bleiben. Boah, das funktioniert. Was du ihm leider in Loran hältst. Ja, danke, Dominik. Stimmt, 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 stimmt. Ist der? Na. Oh, Amygdala. So,
So, schauen wir, wie es mit dem Schaden jetzt ausschaut. Besser. Ich weiß nicht, ob mein Kopf ist. Wir halten fest, wenn sie sprengt und sie trifft mich, bin ich One-Hit. Aber du hast gesehen, ich habe gestochen und ich bin stehen geblieben. Aber der Schaden passt zumindest, der Schaden ist in Ordnung. Okay, mit der Rüstung bekomme ich mehr ab. Der Schaden ist gar nicht gut. Na doch, der ist gut. Hälfte ist weg, Freunde. Scheiße. Ich sehe nichts. Ich bin stehen geblieben, es hat nichts gebracht. Sehe ich nix. Scheiß Gestenmenü. Mein Gott, du mega. Ja.
Fuck! Dritte Phase. Oh. Oh Gott! Geh, komm bitte, du! Na, das gibt's ja nicht! Was shit! Ach, ich hasse das echt. Na, Alter, komm, das gefreut mich nicht, echt nicht, wirklich nicht, Alter. Geh, das waren zwei Schläge noch. Ich hasse sowas. Naja, scheiß doch der Hund drauf. Amygdala. Ja, Max. Ja, Schrödinger. Die Nervenkitzeltische. Ja. Scheiße, Andreas. Absolut scheiße. Ich hasse es. Ist wirklich ein schwerer Boss, muss man sagen. Sensationell. Ja, das ist mit der Kamera ist auch Wahnsinn, das stimmt. Im Vorbeigehen, ha? Danke, Schrödinger. Ja, aber ich hätte es gern geschafft, muss ich sagen. Der Schaden ist halt wirklich eine Frechheit, ne? Geh. Sind wir jetzt bei Star Wars oder was? Ich hasse dich, Amygdala. Geh weg mit deiner Hand! Ich triff den Schädel nicht. Du bist richtig scheiße, Ami.
Fuck. Ja! Geil! Großer Ihil-Kelch. Genau den brauchen wir für den letzten. Alter, das war echt ein harter Kampf. Das ist definitiv der schwerste Boss von den Kelche. Danke Wolfgang. Danke Dennis. Danke Michael. Wow, geil. Danke Andreas. Huh, der war echt nicht ohne. Bist du deppert. Hey Mo, myself and I. Richtig geil. Danke an euch alle. Seid die leibendsten. Die Schorska, super, danke, danke, danke. Abstand halten, Hucke vollhauen und Arschtritt verpassen, genau so ist es, ja. Danke, Mikolas, jawohl, Max, das haben wir geschafft. Ja, jetzt haben wir noch, habe ich jetzt einen tiefen Blutedelstein bekommen? Das war natürlich Sensation. Stufe 20, nee. 18. 18, das sind gute Steine, aber 20 ist das Beste. Amygdala kann man übrigens abfarmen für die stärksten Steine für die Waffe. Ne? Das war jetzt knapp. Schaut, ich habe nur mehr eine Blutfiole. Geil, nur noch ein Kelch. Genau, Tobi. Habe ich leider nicht antworten können, weil eine riesengroße... Achso, für die Kelche. Na, für die Kelche ist Situation abhängig. Jetzt habe ich zum Beispiel mit Henrik gekämpft, na, weil der hat Blitz. Aber Kanehurst-Rüstung macht mir eigentlich nie was falsch. Ich spiele sowieso sehr gern mit der Kanehurst. So, Kanehurst und da gehen wir weg. So, leveln wird sie nicht ausgehen. Ne?
Nun gut. Okay, passt, ja. Echos sollen zu eurer Kraft werden. Ja, die klatscht nicht. Danke, danke. 122, ja. Hoppala. Ups, I did it again. So, so wurscht. So, perfekt. Jetzt schauen wir mal, was wir für... Bald geht's in Dark Souls 3 los. Ja, die Königin noch, alle Waffen, die drei Enten und fertig mit dem Bloodborne Platin Walkthrough. Richtig nice. Geil, das haben wir geschafft. Okay, was? Hat er die Puppe? Ah, geil, ich habe alles. Ich habe alle Rituale. Ich mache jetzt den Kelch, nur ist das wurscht, Freunde. Ich ziehe das jetzt noch durch. Ich mache die drei Bosse noch. Bis zur Königin runter. Jetzt wird durchgezogen. Ich hole mir kurz ein Bier. Wer dabei bleiben will, war cool. Wer ins Bett gehen muss, kann ins Bett gehen. So, ich hole mir schnell ein Bier. So, ich bin wieder da. Haut er die Puppe um, yes. Wo hörst du denn so viel rotes Gelee? Dominik, das rote Gelee habe ich mir vorhin, wie die Kelche die Blutechos gefarmt habe, da habe ich mir in irgendeinem verwurzelten Kelch aufgemacht und da ist es viermal getroppt. Schrödinger ist dabei. Bis zum bitteren Ende, die Jörska. Prost. Okay, Roman, ciao. Gute Nacht. Wir rushen durch. Ich weiß nicht. Prost, Markus. Prost euch allen. Ich weiß nicht, welche Bosse kommen. Keine Ahnung, bis auf natürlich die Königin. Und ist es schön, wir haben wieder ganze Lebensleiste. Der verfluchte Kelch ist Geschichte. Amygdala, glaube ich, dritter Versuch, ne? Und der Hund zweiter. Okay, jetzt kann ich sagen, der schwerste Boss im Spiel bleibt der Orphan of Kos. Okay, das ist jetzt natürlich... Bauen wir wieder die Hebelscheiße. Kommt man überhaupt vorbei? Wo geht's da weiter? Ah, da. Haha, ja genau. Oh. Ah, wie angenehm, schaut sie mir. Ah, okay, da haben wir sogar. Kenhurst-Hunde. Ah, Hemwig-Knochenstraßenhunde. Das ist geil. Wow, ich hab die Königin, diese Königin habe ich erst ein einziges Mal in meinem Bloodborne-Leben besiegt für die Platin. Nie mehr habe ich die bespielt, die Königin. Geht's so nicht weiter? Schaut nicht so aus. Nö. Alles klar.
Wow, Alter, heute die Leben, Alter. Wahnsinn. Das ist eine gute Frage. Oh, fuck, fick dich. Oh je. Die schwersten Bosse. Oh je. Oh fuck, die macht aber mega Schaden. Das ist doch eine geheime Wand. Na? Nix. Ah, scheiße. Dann doch mal. Ah, da war ich vorhin, okay. So, jetzt rüste ich mir mal eine Fackel aus. Adalas-Bestie, also die, was gleich kommt dann. Da ist auch nichts weiter. Hey Mädel, nimm mal lang. Ich verliere die Geduld, Mädchen. Ah, da waren wir vorhin, genau. Dann gehen wir da weiter. Ja, da haben wir schon einen Hebel. Super. Töte mich, Dicker. Töte mich. Passt. Ab zum Boss. Bin ich gespannt, wer das ist. Ich weiß es nicht. Entweder ist die Adalas-Beste oder andere. Also die schwersten Bosse, wenn ich von mir sprich, Schrödinger, die schwersten Bosse... Koss, Orphan of Koss, definitiv. Und Sekiro, der schwerteilige Ishin und Uhu im Hirata-Anwesen. Das waren meine schwersten drei Bosse. So, jetzt bin ich sau gespannt, was da kommt. Alles klar. Ah, der Wächter. Okay. Ich hab keine Pest in Bluttablette mehr. Und die Trottel hab alles... Nein, das hab ich noch. Schauen wir mal. Wenn das der ist, dann kann man parieren. Oh, der ist böse, ja. Der ist böse. Okay, das ist ganz gut pariert. Oh, der ist aber schnell, ha? Huh? Nein, ich krieg den nicht pariert. Ich kenn den Moveset nicht. Ich hab gegen den einmal gekämpft in meinem Leben. Oh Gott, haben die Leben, Alter. Haha. Schaut sich bitte das Leben an, Alter.
Alter, der dreht ja voll durch, Alter. Boah, hat der Leben, Alter. Aber endlich ist Bloodborne wieder mal geil. Das sind einfach für mich komplett neue Bosse eigentlich. Die habe ich alle vor 3 Jahren erst gelegt, ne? Die Kelche macht man ja nicht so oft, zumindest nicht den da, ne? Den braucht man ja dann eigentlich nie wieder. Fuck. Ah, es schießt er, das Teil. Oh, fuck. Na, Alter, der Hund ist ein Wahnsinn, Alter. Voll schnell ist so. Hab alle 3 Teile hier, werde ich alle platinieren, aber am liebsten mit Jacks Videos. Hey, geil, geil, geil. Was bringst du auf Platin, Dominik? Okay, der ist eigentlich ziemlich heftig, der Boss. Gut, ich habe auch keine Ding mehr, ne? Aber er geht eigentlich, ne? Es ist. Eigentlich ist er nicht so schlimm. Schaut wie er hier rein, voll motiviert! Der hat schon. Da ist ja deppert. Sebastian Kurze Opa. Was da? Ja, durch den Kelch, was ich da geschickt habe, gell, Wolfi? So ein Trottel, Alter. Bei dem Boss ist es wirklich besser, wenn man auf Ausdauer gelevelt hätte, aber man kann nicht alles leveln, es geht nicht. Alter, das ist so ein. Ich bin so langsam. Das war's jetzt, jetzt reicht's, Alter. Ich mache keinen Schaden mit der Waffe. Ja gut, ich habe nicht einmal mehr Steine drin, komme ich gerade drauf. Ich habe die Steine rausgeben, drum. Thank you.
Das geht durch die... Der ist schwerer als der Feuerhund. Wer schneller ist. Ein richtiger Unsinn-Butler. Wie er mich zu Tode staggert, Alter, ich glaub's ja nicht. Was ist die. Okay, das ist der schwerste Boss sogar, meiner Meinung. LOL. Was ist das für ein Trottel, Alter? Der macht mich Sorge. Ich hasse solche Typen. Ein sympathischer Arsch. Ah, Wahnsinn, Alter, dass das durchgeht, ist eine Frechheit. Ich muss die Schnauze nehmen, weil der Bosskampf ist echt verdammt anspruchsvoll. Mach dann auf Logarius! Ah! Fuck! Scheiße! Wichser! Wah, ich trat durch mit dem Haber, ich schwör auf alles! Ich hasse den! Der Hund ist so schnell. Er ist viel zu schnell. Servus, Kleriker. Oh, ganz spät ist er dabei. Ich hole mir jetzt Bestienbluttabletten. Alter, der Typ, Alter. Ja, Valium war nicht schlecht. Mo. Der Typ geht mir echt am Arsch, Alter. Der ist mir so unsympathisch.
Stellt euch mal vor, den Typen im verfluchten Kelch. Vielleicht geht bei dem Feuerpapier besser. Jetzt werden wir es rausfinden. Jetzt verwende ich wieder Bestienbluttabletten. Ah na, falsch, da muss ich her. Der Kleriker, was hast du denn gemacht den ganzen Tag, Kleriker? Warst du in der Arbeit? Ei, ei, ei. Ja, bleibst halt stehen, passt, eh? Ja, der Schaden gefällt mir schon besser. Alter Vater, ich hasse diesen Wichser. Wahnsinn, das ist der grindigste Boss von alle, Alter. Du fühlst dich so langsam wie eine 300 Kilo fette Frau. Oder Mau, wurscht dann. Der Typ. Kleriker, arbeiten. Der steigert wirklich zu Tode, das ist echt der Wahnsinn. Gut, es ist ja die letzte Kelchebene, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Es ist definitiv das schwerste. Es geht nicht mehr schwerer, ne? Es sind nur zwei Bosse bis zur Königin. Aber ich ärgere mich, wer ist eigentlich zum Besiegen, wenn man nicht so greedy ist. Ich sehe nichts wegen Gestenmenü. Thank you.
Alter, der macht. Der ist ein Wahnsinn. Ich sehe nichts. Es gibt es nicht, die driften nicht. Wahnsinn, keine Chance. Keine Chance gegen den. Ach, so ein Hurenkind, der Wahnsinn. Es gibt es gar nicht. Oder? Jetzt bleibe ich bei dem hängen. Boah, Alter. Okay. Der paniert mich ordentlich gerade. Och nö. King Honite, servus. Hey, du bist Killer. Spiel auch gerade mit deiner Hilfe. Super, vielen Dank. Hey, danke voll nett für das Kompliment, King. Danke, dass du dabei bist. Wolfgang leidet mit. Ja, du hast recht. Ich werde jetzt den Sägespeer aufmutzen. Du hast recht, Dominik. Wollte ich gerade machen. Danke. Blutedelsteinverstärkung. So, da packen wir die starken Steine raus. Dort haben wir es rein. Was ist da das höchste? 145. 49. 210. Der ist viel zu schnell. 259. So. Dann probieren wir nochmal. Oh, yeah. Das hätte ich nicht gedacht, dass mir der so aufhaltet. Der ist echt, das ist bis jetzt der schwerste Kelchboss, muss ich sagen. Weil der so verdammt staggert und massiven Schaden macht. Ich sehe nicht, ich kann nicht mehr drücken mit beim Gestenmenü. Alter. Der geht mir gerade, der ist gerade richtig mies. Ich komme
zu den Zobe. Ja, jetzt kommen wir mal weg. Wer steckert mehr, ha? Duri! Du. PlayStation 5 Controller, danke für das Gestenmenü. Ja, hast recht, King. Ich versuch's, aber der ist so schnell, ich komm zu gar nichts. Oh Gott, ich hab den so unterschätzt, den Boss da gerade. Das ist ein Wahnsinn. Wenn ich wenigstens parieren könnte. Ich trottel. Alter. Fuck! Na! Haha, ich hasse das Spiel! Scheiß Bloodborne!
Das gibt's ja gar nicht, Alter. Das ist wieder mal typisch ich, Alter. Echt, mein Arschgesicht. Geleg mich bitte doch. Ich war nicht einmal greedy, Alter. Ich hab echt nichts gemacht, was. Der ist einfach extrem schwachhändig, wirklich. Hey, ciao Mo, danke fürs Dabeisein. Du kannst nicht durchdodgen, das ist unfassbar, der Typ, Alter. Sieh gar nichts übrigens, gell, by the way. Okay. Ich bin tot, du kannst aufhören zum Arschloch sein. Alter, ich krieg den sowieso nicht platt, das bringt sich nichts, ne? Das ist für mich echt aktuell, wahrscheinlich ist der voll leicht zum Parieren, ich weiß ja Timing nicht, keine Ahnung. Den Boss einmal besiegt, ne? Ja, nein, ich schaff den nicht. Ich hab keine besten Bluttabletten auch nicht, ne? Das ist so ein Wichser, Alter, echt. Mr. R1, der Boss, Alter. Ja, das Verlies macht wirklich den Namen alle Ehre, oder? Ich komm nicht weg! Ich komm nicht weg von dem, Alter! Ich dreh durch, ich schwör! Ich kündig meinen Beruf! Ich komm bei dem nicht weg, Alter.
Ja, verpiss dich. Ich habe keine Fiolen mehr, Alter, das hier gerade, das war's schon wieder. Ich mach keinen Schaden. Ja, ich glaube, das war's für heute. Mich freut's nicht mehr. Ich krieg den nicht. Ich probier's jetzt noch ein paar Mal, aber. Ich weiß halt nicht, was ich gegen den machen soll, ehrlich gesagt. Servus Stefan, grüß dich. Dreimal die rechtsläufige Wolfgang. Ich hab keine einzige Blutfiole mehr, sehe ich gerade. Nichts. Nix mehr. Ja, kann ich probieren? 9. Okay. Servus, die Gamer! Ja, was soll ich sagen? Muss fahren in der Runde gehen. Wahnsinn, der Typ geht mir gerade so richtig am Arsch. Warum bin ich zweiter Stock? Hoch lebe Granton, wo man mitten in einem Bosskampf ist. Endlich erwische ich meinen Lieblings-YouTuber direkt online. Weiter so, mein Friend. Hey, danke, voll nette Gamer. Aber ich bin gerade mitten in riesengroße Probleme. Hast die Platin geschafft, Stefan? Richtig geil. Grüß euch, Burschen. Muss nur ein bisschen reichen für ein paar. So, jetzt gehen wir zurück. Scheiße, das ist echt grindig. Ich wollte eigentlich den Kelch heute weiterspielen. Servus Roli, hi! Hey. Wo war das? Ich muss ganz kurz da hergehen, ganz kurz nur. Nimm kurz einen Plan. Ja, es wäre eh besser, wenn ich aufhöre. Ja, hast du recht, das bringt eh nichts, ja. Aber ich möchte es trotzdem noch zwei, dreimal probieren. Der Typ ist. Das ist.
Der macht mich so aggressiv, der Typ. Das ist unfassbar. Das ist einer der wenigen Bosse, was mich wirklich aggressiv macht. Nein, es schaut schlecht aus. Ich habe keine besten Bluttabletten mehr. Es ist voll nett, aber ich habe gesehen, wie scheiße ich spiele. So, Hitler spenden. Jetzt habe ich Amygdala im zweiten Versuch besiegt, dann den Blut, den Feuerarsch, und jetzt habe ich so Probleme mit dem Typen da. Ich habe nicht mehr gewusst, dass der so schwer ist. Den wollte ich besiegen, aber der ist auch richtig mies. Der gibt verdammt viel. Tor. Okay. Wahnsinn. Ja, da gibt 30.000, ne? Drum. Mit 3 Mondrunen gibt es sogar 50.000. Es habt alle recht, am besten wäre es natürlich schon vor 20 Minuten zu sagen, halt, aufhören, ne? Ganz klar, absolut richtig. Nur ich wollte eigentlich heute die Kelche fertig machen. Ich habe nur mit 3 Bosse und dann sind die Kelche erledigt, ne? Stefan, genau, hast recht. Ah, noch, der nächste Tag ist fast First Try, ja. Ich glaube trotzdem, dass ich besser dran bin mit der. Ich bin besser dran. Ich bin mir fast sicher, dass ich besser dran bin mit der Ludwigs Heiligen Klinge, muss ich ehrlich sagen. Also. 423. So, jetzt probiere ich es nochmal. Ja, da kann ich mich nicht verstellen bei sowas, ne? Da drei durch. Na, bin ich falsch. Ist das der? Ja. Was hast du geschafft? King, was hast du heute für einen geschafft? Na, unter Druck bin ich gar nicht, Roli. Aber er ärgert mich einfach nur, ne? Logarius, ja, das ist ein heftiger Dude. Ja, Logarius ist schon heftig.
Ja, das wäre cheesen, ne? Das wäre ein bisschen fake. Ich sehe nichts. Yes! Haha! Drum mit ein bisschen Ruhe, ne? Ein bisschen Ruhe! Ah, oh, Alter, mein Herz rast, ich sag's euch, Burschen und Mädels. Danke, Wolfi. Oh, Nameless King. Ah, Patrick, gute Nacht. Danke, Kleriker. Ja, Michael, jetzt haben wir's geschafft, ne? Roli, Hammer, DJ, danke, Stefan, Andreas, geil, geil. Der Hund hat mich echt länger aufgehalten, als das geplant war, Leute. Adrenalin pur, das war Adrenalin, ja, das war jetzt definitiv. Aber genau wie du gesagt hast, Roli, genau wie du gesagt hast, man spielt und dann wird man nervös und scheiße, bla bla bla. Markus, auch noch dabei. Ey Leute, es tut mir leid, gell, falls ich jetzt geraged hab. Es seid wirklich super da herinnen. Es sind echt top Leute. Wahnsinn. Achso, ich habe jetzt so viel Blutechos. Jetzt muss ich unbedingt einkaufen gehen. Geh mal, Falk. Servus. Und tut mir leid, dass ich vorhin nicht am Chat eingegangen bin, aber ich war gerade so richtig angefressen. Ich hoffe, ihr kennt das. Aber das sind Souls-Gefühle live, ne? Jeder Souls-Spieler kennt das. Jeder kennt das, oder? Ich bin Ehren und ich, ihr werdet und eurem. Ja, ich bin halt, ich sag's, ich kann mich da nicht verstellen, ne? Ah, na, da kaufen wir lieber Materialien drum. Holo, King Holo, ja. Wie gesagt, tut mir leid, Leute, gell? Geil, geil, geil. Na, der beste Souls-Gamer bin ich nicht. Da hätte ich jetzt nicht so Probleme gehabt, Roli. Das war jetzt... Gut, ich muss aber auch sagen, und das ist wieder typisch Bloodborne, ne? Absolut unterschätzt diesen Boss. Komplett unterschätzt. Im Grunde genommen ist er gar nicht so schwer, weil man einfach nur dodgt. Dodge, dodge, dodge. Weil er macht leider das Gleiche, was ich mache, und das ist R1-Spammen. Genau. Emotionen müssen raus, hast recht, King. So, jetzt kommt, glaube ich, die widerliche Adalas-Bestie. Das wird es da nicht schön. So, sofort zum Hebel, ne? Yeah. Ja, jetzt kommt den Dominik, sein Nemesis. Lucarius wird ihn machen. Lugarius kann echt ein Pisser sein, das stimmt absolut. Aber der nächste Boss in diesem Kelch, der ist auch nicht ohne. DJ Oskar schreibt, ist der Vorführeffekt. Naja, so ist es auch nicht, DJ, weil ich hätte auch, wenn jetzt nicht vor Zuschauern gespielt hätte, quasi, hätte ich genauso meine Probleme mit diesem Boss gehabt. King, das ist der letzte Boss zur Königin. Also ein Boss trennt uns noch vor der Königin. Das ist die Adalas-Bestie und dann ist schon die Königin am Start. Ich muss auch sagen, also der Typ jetzt da, dieser Typ gehört... Das war echt ein krasser Boss, Leute. Muss ich wirklich so sagen, ne?
So, jetzt. Okay, von da bin ich reingekommen, oder? Schätze mal schon, oder nicht? Aber es hat so leibend drauf, es habt mir da. Es verurteilt mich nicht wegen meiner unendlichen Schimpfausraster. Ja, das ist das los, wenn man Soul-Spiele gern spielt, ne? Schaut euch den Arsch an. Ha? Kennt's ihn, ne? Logarius, ne? Alter, wie viel Leben hat der? Hoppala! Alter, wie viel Leben haben da alle? Scheiße! Ach so, ich bin ein Trottel, ich hab schon wieder keine Steine in der Waffe. Ah! Oh, erschreck mich, Alter! Oh je! Yeah. Es ist normal, dass man in Blumen hängen bleibt. Ich lese gleich wieder, Leute, ich muss da nur kurz schauen, weil. Oh fuck. Hey, da haben wir schon einen Hebel. Wie krass ist denn das? Können wir schon direkt zum Boss rein? Oh Gott, da war gerade ein Riesenarsch. Ja, bring mich um, ist egal. Ich lass mich töten. So. Lesen wir kurz im Chat, Leute. Jetzt kommen wir zum Boss. Logarius ist Kindergeburtstag im Vergleich zu den letzten. Hast absolut recht, Wolfi. Einstein und Smog-Fanboy, Kleriker sind legendär, ja. Ja, du hast recht. Wenn man den Boss fast hat und dann kann man. Meistens ist es so, wenn man den Boss fast hat, ne, dann hat man oft ganz schlechte Versuche drauf. So, jetzt kommt die Adalas-Bestie. Die ist richtig übel. Das ist Fakt. Ah, okay. Stefan sagt, die Adalas-Bestie findet er leichter. Ich feier dich. Ich feier die auch, Rolli. Ja, Schrödinger absolut richtig. Der Boss war nur schwer, weil ich mich treffen hab lassen. Ich gebe da komplett recht, mein Freund. Der Nackte ist übel, ja. Der Typ, der fette Typ, der macht so viel Schaden, gell, der Nackte. So, jetzt hau ich mal in mein Sägespeer was rein. Schauen wir mal, wie wir mit der Adalas-Bestie fertig werden. Zumindest kenne ich das Moveset von der Adalas-Bestie ein bisschen besser, als wir von dem puteranischen Arschloch. Aber wisst, von wem ich das Moveset überhaupt nicht mehr kenne? Von der Königin. Ich weiß nicht mehr, wie die funktioniert. Ich habe einmal vor 4 Jahren oder vor 3 Jahren gegen die gekämpft. Seitdem nie wieder. Aber das macht das Ganze umso spannender. So, ab geht's. Ja, absolut, Stefan, bei Soul-Spiele. So, Prost, Leute. Leibend, dass über 30 Leute um 22 putaranisch. Ja, ich weiß nicht, wie man das sagt, genau. Ich weiß das leider nicht. So, ich würde sagen, ist eine Bestie, darum würde ich sagen, Feuerpapier. Und.
Bestienbluttablette und die Kanone. Jawohl. So. Jetzt bin ich gespannt, wie die ist. Aber ich glaube, sie ist furchtbar. Jack Sparrow. Prost, Stefan. Prost, King. Piet, piet, piet. So, Adalassau. Adalassi. Ich werde so auf die Schnauze kriegen. Michael. So. Wie ist denn? Fuck. Der hat ja keinen Schädel, also da kommt da der Wurm raus, ne? Wäh! Ach so, ich mach du Gift! Ah, jetzt weiß ich alles gar nicht mehr. Oh fuck, jetzt wird's bitter. Ah, fuck. Oh. Yes, first try. Geil. Bam, bam, bam. Danke, Wolfi. Letzter Boss, Leute. Die Königin wartet. Danke, Stefan. Danke, Role. Ich muss wirklich, Leute, ich sage euch eines. Ich finde sogar... Hey, Leon Hans, servus. Andreas, danke. Ich finde tatsächlich, der vorige Boss gehört unter die Top 5 schwersten Bosse. Das ist für mich der schwerste Kelchboss. Für alle Bosse ist dieser puteranische Arschlochprinz, oder wie der heißt, ist für mich der schwerste Boss einfach, Alter.
Hey Markus, danke. Gute Jäger, der Morgen. Jetzt haben wir es gleich geschafft, oder? Gut, lasst. Was macht man? Macht man Witter, Ausdauer, oder? Ah, scheiß drauf. So wurscht. Ja, die Königin, boah, bin ich gespannt, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ah ja, Kleriker, hast recht. Es war jetzt ein bisschen vorlaut, das ist typisch für mich, ne? Meine scheiß österreichische Pappen. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube zu wissen, also ich glaube damals, dass die Königin nicht so schwer war, aber ich weiß es nicht mehr. Ah, der DJ Oscar, okay. Leon Hands jetzt, alles klar. Darum hab ich mir gedacht, wer ist das jetzt? Ah, scheiße, ich bin im Verfluchten. Okay, Dominik, findest du das nicht so schlimm? Bis dahin, Roli, dann gute Nacht, mein Freund. Hey, gute Nacht, danke fürs Vorbeischauen, Roli, war echt leibend, dass du da warst. Kriegst du dann aufs Mal, okay, Kleriker. Wo bin ich daheim, Alter? Wo bin ich zu Hause, Leute? Na, da nicht. Ah, da. Hey, Roli, ciao, gute Nacht, gell. So, letztes Mal den Hebel finden. Sprich, dann braucht man nur noch die Trophäe für alle Waffen. Die können wir uns kaufen dann. Kommt morgen oder übermorgen im Part. Und die drei Enten und Platin. Platin Walkthrough in 2 Tage beendet. Bin ich froh, Leute. Ich bin echt froh. Bin ich da richtig jetzt? Ja. Aber es hat so leibend, es hat so nett zueinander, also es sieht man selten, dass gerade in einer Souls-Community, ich finde Souls-Community sind oft sehr problematisch, sind oft so richtig unsympathische Menschen dabei und es hat alle einfach nur geil drauf, ey, Wahnsinn. So soll das sein. So, gibt's mir einfach einen Hebel. Oh, ein Jäger. Was sagst du dazu, Skorpion? Alter, die haben alle schon so viel Leben, das ist nicht mehr normal. Servus. Oh, Elden Ring, da gibt's einen Konkurrenzkampf. Oh, Maskleriker. Nein. Ich habe einen Freund gehabt. Der hat auch YouTube gemacht und der war sauer auf mich, weil er einen Bloodborne Platin Walkthrough zu Demon Souls gemacht hat, weil er den auch machen wollte. Ich meine, ganz ehrlich, das Internet, da ist der Hebel, Alter. LOL. Da schießt man drauf, oder, Dicker? Da schießt man drauf. Zur Feier des Tages. Da wird drauf geschossen, Dicker. Oder? Sag mir dein Popo. Das ist der schönes Rockerlang. Bild für Götter. Huh? Oh, jetzt hab ich ein Rockerl aufdeckt. Schaut aus wie der Arsch von meiner Schwiegermutter. So, hoppala! Kennhörst. So. Jetzt gehen wir zurück. Schrödinger. Der Schrödinger weiß Bescheid. Ihr dürft ihn übrigens töten, Jungs. So, du darfst das machen. Schaust cool aus, darfst mich umbringen. Danke. Hat er das unter dem Rockerl besser gefallen? Fix? Ja,
Was sind wir? Es ist halt die Wahrheit, ne? So, Königin. Okay, Königin. Gegen was ist die anfällig? Keine Ahnung. Jetzt bin ich aber gespannt, Alter, echt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das heute schaffen. Also ich war felsenfest davon überzeugt, dass mich der Feuerhund im verfluchten Kelch definitiv an die Grenzen bringen wird. Ist nicht passiert, aber zwei Bosse später ist dann passiert. Und ich wollte schon fast aufhören. Jetzt haben wir die Lady da und ich habe keine Quest im Bluttablette mehr. Okay, schauen wir rein. Endboss der Kelche. So, was kannst du, Lady? Oh, fuck. Okay. Bist du schwanger? Oh Gott, warum... Was? Okay. Ah, die kann man gleich von hinten nehmen. Oh Gott. Oh je. Das ist die echte, oder? Ja. Ah! Was ist das, Alter? Geil! Lol, das war jetzt richtig geil. Wie geil ist der Boss eigentlich? Was tut der die ganze Zeit? Ich hab den auch nicht kennt, Stefan. Absolut nicht. Ah, Alter! Lass mich die backsteppen. Richtig gut, ja, die Musik, finde ich auch. Wow, wow, wow. Geiler Boss, ha? Huh?
Yes! First try! Trophäe erhalten, Janam, die Puttermeranische Königin, Goldtrophäe. Richtig, richtig nice. Janamstein und Blutbrocken für eine weitere Waffe auf plus 10. Richtig cool. Das war ein Riesenschritt in Richtung Platin, Freunde. Für nur zwei kleine Trophächen. Zwei Patzen und die Platin ist da. Wolfgang, das war mal Weltklasse. Danke, Wolfi. Ein geiler Boss, by the way. Wirklich ein cooler Boss. Müsste man viel öfter bespielen. Kniet nieder vor Jack, Herr Michael. So weit sind wir noch nicht. Eine miese Mutter weniger. Kleriker sagt's österreichisch direkt. Gemafalk, danke. Kleriker, danke. Dominik, sauber, danke. Die alte wird, das darf jetzt nicht aussprechen, King. Markus, danke. Und DJ Orske, ich sag's trotzdem nur danke. Danke, danke, Stefan und Andreas. Ja, es war ein richtig cooler Boss. Ja, somit hätten wir die Kelche abgeschlossen in zwei Streams. Richtig, richtig nice. Leute, ich sage auf jeden Fall danke, dass ihr so lange dabei wart. Hey, gute Nacht, Wolfgang. Dankeschön, dass du wirklich so lange dabei warst. Es waren 4 Stunden jetzt und es sind 30 Zuschauer da. Richtig nice. Wie gesagt, morgen kommen die Parts oder übermorgen kommt, glaube ich, der Part und übermorgen und dann geht's endlich los mit Dark Souls 3 und ein zweites Projekt, weiß ich noch nicht genau. So vielleicht zweimal in der Woche live streamen oder so. Vielleicht auf Twitch in Zukunft mal schauen. Ne? Just for fun, geht um nix. Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende und eine gute Nacht, Leute. Marco, für morgen habe ich jetzt nichts aufgenommen. Wie gesagt, morgen muss ich den Rest aufnehmen und das kommt dann wahrscheinlich, entweder kommt der XXL, ich glaube, dass nur mehr eine Folge kommt, muss ich sagen. Eine Folge kommt noch, die kommt dann am Samstag, ne, und dann war es das. Und ich sage danke fürs Zuschauen, danke für die geile Beteiligung am Stream, es hat richtig eine geile kleine Community, unendlich nice. Gute Nacht, Leute! Danke, Max, es hat die geilsten. Ciao, baba!